Mann. Du siehst aus wie aus einem Horrorfilm. Hi, ich bin Laura. Ich bin Ellie. Herzlich willkommen bei Unlikely. Wir haben was ganz Besonderes vor, Leute. Es ist Weihnachtszeit. Die Weihnachtsmärkte haben wieder offen. Oh yeah. Es ist kalt, es regnet, es ist nass. Es ist ein perfekter Zeitpunkt, um den gesamten Tag auf dem Weihnachtsmarkt zu verbringen. Ja, es gibt ja immer das geilste Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Man sagt ja nur gebrannte Mandeln. Ne? Auf jeden Fall ist der Plan, dass wir den ganzen Tag auf dem Weihnachtsmarkt essen werden. Mein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ja, wir werden also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks, zwischendurch alles. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich habe richtig Bock. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, was essen wir denn zum Frühstück dort? Crêpe oder so? Mm. Ich habe ehrlich ein bisschen Angst, dass es sehr, sehr kalt wird. Aber mal gucken. Dafür sind wir natürlich vorbereitet. Ich habe uns Bommelmützen bestellt. Die sind so toll. Falls ihr Kabaya nicht kennt, die haben richtig schöne Rucksäcke, Taschen, Mützen, ganz, ganz viele andere Sachen. Ich wollte nicht schon wieder die Leo-Frau sein, aber ich hab's getan. Und das hier ist halt einfach, das ist nicht mal ein Druckknopf, das ist magnetisch. Das ist natürlich übrigens auch kein echtes Fell, aber die sind in Europa gestrickt. Cute! Richtig, richtig schön. Steht dir so gut. Und mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ja, darf ich mal kurz sagen, Laura hat sich 2 Rucksäcke und eine Reisetasche gekauft. Ja. Der Rucksack, den ich bei Laura bestellt habe, den hat sie halt einfach vergessen. Ja, und ich dachte mir noch so bei der Bestellung, irgendwie fehlt was. Es gibt von den Rucksäcken zum Beispiel auch übrigens 3 Größen. Meiner ist größer. Und hier gibt es auch Laptopfächer und Geheimfächer zwischendurch, wo man eben nicht so leicht rankommt, was richtig geil ist. Die sind übrigens auch wasserabweisend, was auch sehr cool ist. Vor allen Dingen, ich zum Beispiel habe immer meinen Laptop und so dabei. Ja. Deswegen ist das perfekt. Und die sind sogar Peter Vegan zertifiziert, hauptsächlich aus recycelten PET-Flaschen, was richtig, richtig geil ist. Das hier ist übrigens meine neue Reisetasche. Guck mal, wie groß die ist. Da passe ich rein. Sieht aus wie ein Kinderbett. Und da ist so ein Schuhfach. Toll. Wisst ihr, was ich noch Tolles habe? Weil Laura war so gütig und hat mir eine Sache mitbestellt. Tut mir so leid. Wie süß ist die denn, bitte? Es ist aber wirklich geil. Da ist nämlich innen drin so richtig schön dunkelblau. Da habe ich mal direkt meinen Kram reingepackt, weil das passt perfekt. Das ist auch eine extra große Öffnung, muss man dazu sagen. Und hier ist so ein Draht drin. Das bleibt ja, es ist dann sehr, sehr so ein bisschen stehen. Ich finde die Farbe so toll und es ist so richtig weich. Wie so eine Katze. Also Leute, falls ihr zum Beispiel noch keine Weihnachtsgeschenke habt oder noch nicht wisst, was ihr euch wünschen sollt oder so, perfekter Zeitpunkt. Mit Unlikely 15 spart ihr 15% auf alles bis zum 31. Januar. Und es gibt so viele verschiedene Modelle, da ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Ich würde sagen, wir machen uns dann direkt mal auf den Weg, denn der Weihnachtsmarkt ruft. Ja, ich freue mich. Wo ist meine Mütze? Hier, da deine. Wir müssen uns warm einpacken für diesen Tag. Ich freue mich so sehr. Let's go. Guten Morgen, Freunde. Ich mache mich gerade ready. Ich bin echt gar kein Morgenmensch, ne? Und ich hasse, dass ich jetzt rausgehen muss, aber ich habe Hunger. Und Laura holt mich gleich ab. Wir gehen jetzt zum Weihnachtsmarkt frühstücken. Ich dachte auch nicht, dass ich sowas jemals sagen würde, aber here I am. Will meinen Augenbrauenstift nicht. Das Einzige, was ich will, ist ein Augenbrauenstift. Ich weiß, dass Laura gleich da ist. Ich muss beeilen. Okay, ganz schnell Augenbrauen malen und dann geht's los. Ich habe meine Augenbrauen aus Versehen richtig hässlich gemalt. Oh nein. Mein Outfit of the day. Wow. Einfach so Boots, mega Cargohose und ein Pulli. Let's go. Hallo. Hallo. Bist du ready? Yes, I'm ready. Ist gut, dass wir mit meinem Auto fahren, aber ich fahre nicht. Das ist immer so. Ist doch nichts Neues. Ich habe Hunger. Hast du Hunger? Ja. Mhm. Was essen wir? Bratwurst hätte ich dir. Bratwurst? Um 10 Uhr morgens? Ja, ich denke so Weihnachtsmarkt Bratwurst. Das ist so schlimm. Nee. Wir suchen was Besseres. Mhm. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Raststadter Weihnachtsmarkt. Ja. Frühstücken. Gruß an alle, die aus Rastatt kommen. Ja. Schreibt uns mal, ob ihr aus Rastatt kommt. Ich bin sehr gespannt, ich war hier noch nicht. Nein, der ist ganz klein. Okay, finden wir da was zu essen? Ja, safe. Ich glaube schon, hoffe ich. Stell dir vor, nicht. Ich sehe schon die Lichter. Ich sehe sie schon am Horizont. Haben die Kräfte? Safe. Hätte voll Bock gerade. Aber ich muss was trinken. Finden wir da was zu trinken? Ja, auch. Direkt Glühwein. Nein. Morgens. Oh Gott. Ja, der erste Stopp des Tages, der sollte natürlich eigentlich Frühstück sein. Deswegen haben wir uns direkt mal auf die Suche gemacht. Wir laufen eine Runde, oder? Ja. Die Runde geht circa so 1,5 Minuten. Okay. Ja. Bevor wir überhaupt ins Essen gedacht haben, haben wir uns erstmal trinken geholt. Ich habe eine Apfelschorle genommen und Laura einen Kinderpunsch. Du morgens schon, gell? Mhm. Dann haben wir uns auch schon auf die Suche gemacht. Wir haben erstmal ein paar Sachen gefunden, die wir nicht kannten. Zum Beispiel diese Rahmenkleckse hier. So und so, das ist jetzt nichts für Frühstück. Nee. Fühle ich nicht. Nee. Wir müssen noch weiter. Ja. Ich habe gerade was ganz... Ich habe meine Mutter gefunden. Hallo! Hallo. Die Welt ist klein. Weihnachtsmarkt morgens, ja. Gell? Ja. Müll, willst du schlimmer trinken? Nein. Dann trinke ich leer, du, gell? Gratis, gratis auf dem Weihnachtsmarkt. Kostenloses Getränk auf dem Weihnachtsmarkt nehmen wir natürlich mit, aber was wir auch mitnehmen, ist diesen Crêpe-Stand hier hinten. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Sollen wir da ansetzen? Super. Starten wir mit Crêpe.
Es gibt auch Waffeln. Oh mein Gott. Wow. Wow. So, unser Kameramann für heute ist auch angekommen. Hi, ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Nach längerer Überlegung haben wir uns für ein Crepe mit Kinderriegel und für eine Waffel mit Marshmallows entschieden. Sehr süßes Frühstück auf jeden Fall, aber es sah echt gut aus. Sehr gut. Moment, ich will noch einmal reinbeißen. Die Waffel war auf jeden Fall besser als der Crepe, einfach weil so viel Schokolade da drauf war. Sehr feinig. Und wir haben echt ein bisschen gestruggelt, aber wir haben es geschafft, Leute. Okay, wir haben es geschafft. Sollen wir die Waffel da rein dippen? Tunken, ja. Soll ich es versuchen? Viel zu viel. Von allem zu viel. Es ist einfach zu viel. Zu viel, zu schön. Zu viel, zu schön, zu toll. Zu schnell, zu schön. Sind einfach ehrlich. Es war lecker, aber viel. Wir laufen jetzt eine Runde über den Weihnachtsmarkt. Das haben wir jetzt nämlich immer noch nicht geschafft. Wir haben es nämlich gerade so zum Trinken und zum Crepe geschafft. Ja. Und jetzt wird es hier aber auch schon voller. Ich bin ehrlich, ich habe den noch nie so voll gesehen. Wo sollen wir hin? Ja, komm, wir laufen da lang. Schauen wir mal, was wird, hä? Werbung für Rastatt, kommt vorbei, es lohnt sich, hier gibt's leckeren Crepe. Die Waffeln waren besser. Und wir sind auch, wie sagt man? Die Stadt sauber. Ja. Super. Wir sind direkt mal am Langgestand vorbeigelaufen und Laura war komplett entsetzt, dass ich es noch nie gegessen habe, aber irgendwie kam ich nie dazu, ich weiß auch nicht genau. Aber wir konnten es uns jetzt gerade echt gar nicht geben nach dem Frühstück. Der Hefeteig wird ganz diätisch im Fett ausgebacken. Aha. Ja, er badet da drin. Guck, wie schön er schwimmt. Später vielleicht. Vielleicht. Wir schauen mal, was es noch so gibt. Eine Frage an euch alle. Kauft ihr manchmal Sachen vom Weihnachtsmarkt? Ich nicht. Selten. Vielleicht sollten wir das mal machen. Sollten wir? Nicht. Möchtest du eine Totenkopfkerze? In Gelb? Gelb, deine Lieblingsfarbe, Bruno. Letztens haben wir uns einen Vortrag anhören müssen von Nico, dass Kerzenwachs so ungesund ist. Und dann haben wir auch noch gelernt, dass Bienen in ihrem Leben 800 Kilometer zurücklegen. Stell dir vor, die würden Kilometergeld bekommen. Ja. Das wäre toll. 30 Cent pro Kilometer, wie bei der Steuer. Ja. Oh, sollen wir drauf? Nee. Manu. Es steht auf so einem Holzsockel und ich glaube, das würde einfach einbrechen mit uns. Aber da ist doch eins. Da vorne gab es was Indisches zu essen, hier gibt es was Türkisches zu essen und wir sind total Multikulti. Die Metropole Rastatt. Oh mein Gott. Also ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten, aber da siehst du den Baum mit diesen Zetteln dran. Da kann man sich einen Wunsch von einem Kind aussuchen und den erfüllt man dem Kind dann. Sollen wir es machen? Ja! Ja! Okay, komm. Das ist tatsächlich richtig süß. Die Sternchen am Baum, die kann man sich einfach nehmen. Und die Geschenke sollen auch um die 15 Euro nur sein. Und wir haben uns jetzt für Timo und Rebecca entschieden. Timo ist 7 und wünscht sich ein Pokémon Booster Pack. Und Rebecca ist 10 und wünscht sich ein Bastelset. Die Kirche, in der ich getauft wurde. Mhm. Die steht Alexanderkirche in Rastatt. Die hätte ich nicht mehr gewusst. Die steht auf Holzstämmen, weil hier war früher überall Sumpf. Und die hätte sich dann ähnlich wie der schiefe Turm von Pisa geneigt. Mhm. Und deswegen steht die auf Holzstämmen, damit der Untergrund stabiler ist. Aha. Der alte Stadtführer. Ja, schön. Man lernt nie aus. Nee. Süß. Ich nehme es mal mit. Eine Schere. Wir brauchen wahrscheinlich Bastelkleber. Kleber, ja. So, wir packen noch ein paar Sachen ein und dann machen wir uns auf den Weg. Zum Mittagessen. Oder? Ja, Mittagessen steht vor der Tür, oder? Ja. Wir sind so ein bisschen rumgelaufen, haben ein bisschen Zeit totgeschlagen und es ist jetzt 14 Uhr irgendwas. Das heißt Mittagessen. Zeit für Mittagessen. Das heißt, wir gehen wieder auf den Weihnachtsmarkt. Hast du schon einen Plan, was du essen willst? Ich tendiere zu einem Käseknacker. Käseknacker. Ja, was Klassisches. Oder so ein Brotdingens, was wir vorhin gesehen haben. Mal was Neues wagen. Ich würde sagen, du nimmst irgendwas, was ich danach weiter essen kann, wenn du nicht mehr kannst. Gut, dann gucken wir zusammen. Ja, los geht's. Wir haben es immer noch nicht geschafft, eine Runde zu laufen, obwohl diese Runde wirklich nur 3 Minuten lang ist. Egal, wir laufen jetzt den Rest noch. Wir schaffen das. Hier gibt es auch noch mal Langosch übrigens. Wir haben heute echt ein schweres Los. Ja. Der Job ist hart. Ein Likörbrett. 10 Liköre. Wir können uns hier einfach gnadenlos betrinken, ist gar kein Problem. Du fährst, oder? Ja, mache ich, alles gar kein Problem. Vor allem trinke ich gar nicht wirklich. Heißer Caipirinha. Oh, was für Zwischendurch.
Süß. Süß geht gar nicht gerade bei mir. Nach dem Mittagessen. Ja. Bratfisch. Was ist das? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Wie finden wir es? Oh mein Gott, es hat Herzchen. Zuerst ist Laura bei einem indischen Stand stehen geblieben, aber sie wollte es eigentlich nicht haben. Sie wollte mir nur sagen, dass sie den ganz toll findet. Deswegen sind wir natürlich direkt mal wieder weitergegangen. Oh, hallo. Es ist ein NPC. 6 Euro für eine Bratwurst. Das ist dir zu viel? Nein, absolut nicht. Das hatte ich gerne. Wenn ich so überlege, was früher gekostet hat, ich will das alt wirken, aber... Damals war alles besser. Ja. Uns ging auch langsam das Geld aus, aber fürs Mittagessen hat es noch gereicht. Gerade noch so, es war knapp. Wir haben jetzt noch 5 Euro übrig. Das heißt, wir holen uns nachher noch irgendwas zum Mitnehmen, oder? So zum Snacken, weil ich muss ja gleich noch ins Studio und arbeiten. Und dann kann ich ein bisschen was snacken nebenbei, weil ich darf ja nichts anderes essen. Ich darf ja nur Weihnachtsmarktessen essen. Und natürlich bekommt ihr auch wieder hier einen kleinen Taste-Test. Mega. Meine super. Meine scharf. Echt? War ja auch so gedacht. Boah, Mittagessen feiere ich jetzt tatsächlich mehr. Ja? Ja. Besser als Frühstück? Ja. Ich hätte auch gerne Tee gehabt. Ja. Aber kann ich alles haben. Weißt du, was mich gerade erinnert? Mhm. Unseren allerersten Vlog, glaube ich. Oh, oder ja. Einer der ersten Vlogs. Die letzte Szene war, glaube ich, Laura dreht sich um, sie so... Ich rieche Bratwurst. Ja. Wie sowas. Ich muss es raussuchen. Riechst du das? Ja. Mir riecht nach Bratwurst. I lost my Wurst. Ja, das war an dieser Stelle auf jeden Fall ein teurer Verlust, denn das hat ja echt nicht so wenig Geld gekostet. Oh Mann. Das sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Der Platz ist super, oder nicht? Er ist viel für mich gemacht. Du hast auch noch Zapfen immer. Wir müssen jetzt noch die Flasche zurückbringen, da kriegen wir 1 Euro für. Ja, dann kriegen wir nämlich bestimmt noch einen Snack zum Mitnehmen. 2 Mandeln. 2 gebrannte Mandeln. 1 Euro, ja. Ich habe letztens Mandeln selber gemacht, die Reel kommt noch online. Mm, okay, folgt Laura auf Instagram. Die waren lecker, habe ich auch probiert. Folgt auch ihm übrigens. Danke. Bitte. Tsching. So leicht macht man Geld. Wir wollten uns jetzt noch ein bisschen was Süßes mitnehmen, so als kleines Dessert. Und haben auch was ganz Tolles für Nico gefunden an der Stelle. Wir nehmen unsere Prinzessin. Finde ich super. Wir haben so mal Geld zusammengekratzt. Ja. Ich bin total schockiert. Wir hatten 60 Euro zusammen dabei. Ja, jetzt haben wir das noch. Wir und das ist auch gleich weg. Wir haben Frühstück und Mittag gegessen. Das ist halt eine Reality-Show. Nur nicht so spannend. Sollen wir jetzt rummachen? Das wird doch passen. Ich werde ja ganz nervös machen. Aber das schmeckt nach Käseknacker. Ja, und Elli ist ganz scharf nach ihrer Wurst. Und mit ein paar Cent übrig in der Tasche haben wir den Teil jetzt erstmal überstanden und unsere Mandeln und unser Lebkuchenherz mitgenommen und eine kleine Pause gemacht. Siehst du, jetzt sind wir einmal gemeinsam auf dem Friedhof. Ich schwöre, ich habe noch kein Glühwein. Also, es schneit gerade. Ich weiß, ich könnte es nicht sehen. Es ist so wenig, aber es ist da. Vielleicht hat gerade auch nur jemand Staub gewischt. Und da, oh nee, es war. Sorry, ich habe gedacht, es wäre ein Schneeflock, aber Hornhaut. Wir gehen jetzt, weil ich muss nämlich noch drehen. Aber wir werden natürlich noch Abendessen hier. Beziehungsweise nicht hier, sondern auf einem anderen Weihnachtsmarkt. Schönen Weihnachtsmarkt. Das heißt, den seht ihr dann auch gleich. Also es ist wie folgt. Das ist Bruno, mit dem war ich schon zusammen im Urlaub. Das ist nicht mein Freund. Er ist nicht auf meiner Seite des Ufers. Ich bin auf der anderen Seite vom Pazifik. Ja, auf jeden Fall ist es nicht mein Freund. Diese Geisterbilder, die ihr auf Instagram gesehen habt, das ist er. Ah ja. Ne? Ne? Dann haben wir das auch mal geklärt. Okay, los geht's, Leute. Mein Kinderbett. Ach ja, ich bin ja Jesus. Ja, das, ich bin sehr berühmt, wie ihr sehen könnt. Es gibt Figuren von mir. Ich sehe ein bisschen männlich aus, finde ich ein bisschen diskriminierend, aber ist okay. Es ist okay für mich. Der Geburtstag am 24.12. Echt? Ich bin dann geboren. Ja, guck mal, wir sind einfach. Wir sind ein, weil eigentlich ist er doch an Ostern wieder auferstanden. Ihr seid eine Person. Wir sind beide göttlich geboren. Hi Nico. Hallo. Home Sweet Home, wir haben dir was mitgebracht. Ja. Sind Sie bereit? Mach Augen zu. Hände auf. Was? Aus dem Herz. Lebkuchenherz. Ja. Und da steht drauf. Auf die. Oh, ist aber auch besser. That's so cute. Wie findest du's? I love it. Passt zu dir. Ich hänge mir das jetzt auf und esse es die nächsten 16 Jahre nicht.
So wie es jeder mit den Dingern macht. Und die soll man nicht essen, oder? Thank you very much. Haben wir gut ausgesucht. Habt ihr sehr gut ausgesucht. Habt ihr noch eine Bratwurst dabei, ganz zufällig? Leider nicht. Hallo. Hallo. Wir sind gerade live. Ellie muss arbeiten. Die macht einen ganz tollen Look. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher Look es sein wird. Wir haben einen kleinen Snack mitgenommen vom Weihnachtsmarkt. Den snacken wir jetzt, bevor du deinen Mund zukriegst. Ja. Du siehst so witzig aus, ich kann nicht mehr. Himmel hat geschrieben, Bro, ich war 10 Minuten weg und plötzlich ist sie eine Tasse. Yummy. Ihr hättet eine große Tüte holen sollen. War viel zu teuer, kein Geld mehr. Mhm. Ich bin mit 1,50 Euro vom Weihnachtsmarkt wieder zurückgekommen. Überfordert. Hey, oder? Ich glaube, ich mach mal weiter. So, mein Kind, du bist richtig rot. Warum? Ja, ich habe gerade eine Tasse und jetzt schminke ich mich in Blitzgeschwindigkeit ab und wir rennen zum Weihnachtsmarkt. Es ist schon sehr spät. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das. Okay, tschüss. Ich habe jetzt in Blitzgeschwindigkeit halbwegs wieder restauriert, aber ich habe jetzt einfach kein Make-up drauf gemacht, weil... Nee. So, wir sind angekommen. Hallo. So voll. Es ist so voll. Wir laufen in die falsche Richtung. Ich muss meine Mütze anziehen, es ist kalt. Ja, mach das. Es sieht so schön aus hier. Wir haben uns erstmal diese Igloos angeguckt. Die gibt es immer beim Baden-Badener Weihnachtsmarkt. Da kann man auch reservieren und Raclette essen. Aber wir haben natürlich keine Reservierung gehabt. Deswegen konnten wir das nicht machen. Aber auch zum Angucken ist die Kulisse einfach wirklich der Wahnsinn. Ich weiß noch nicht, was wir essen. Es riecht aber nach Essen. Es gibt so viel hier. Oh, ich bin so überwältigt von den Öffnungen. Das riecht sehr nach Käse hier. Hier gibt es Raclette. Da vorne gibt es sogar Kaiserschmarrn. Mega lecker. Hier läuft schon die Sabbermund. Guck mal, wie wir gefunden haben. Einfach Marius. Am Essensstand. Am Essensstand, natürlich. Was gibt's hier? Hier gibt es ein leckeres Dinnele. Kann ich empfehlen. Käse immer gut. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Hey, lecker. Mmh. Oh, okay. Das sieht yummy aus. Mag ich mal reinbeißen? Reinbeißen? Heiß? Oder geht? Finger verbrannt. Aber lecker. Sehr gut. Gut? Yummy. Bruno muss leider zum Arzt. Oh. Deswegen sind wir jetzt zu zweit ab. Unsere gute Freundin Jana kommt und sie sagt von sich, sie ist Weihnachtsmarktexpertin, vor allem hier in Baden-Baden. Ja, dann kannst du uns bestimmt was empfehlen, oder? Ja, sie hat schon gesagt, Schupfnudeln gibt es zweimal hier, aber nur an einem Stand schmecken sie auch. Okay. Ich bin gespannt. Das hier ist mein persönlicher Lieblingsstand, da gibt's Maronen und ich liebe es. Aber nicht jetzt, wir müssen erst das Richtige essen. Du hast gestern schon welche gegessen. Ja, privat habe ich mir die gemacht. Wir haben auch einen mega süßen Stand mit Plätzchen aus dem Elsass entdeckt. Wir durften sogar ein bisschen was probieren. Sehr gut. Mhm. Okay, Empfehlung geht schon mal raus an dieser Stelle. Und ganz kurz danach durften wir sogar noch mal was probieren, und zwar an diesem mega Salami-Käse-Stand. Und ich sag mal so, erster Eindruck, sehr, sehr gut. Ah, wie schmeckt's? Wow. Trüffel. Echt? Willst du mal einen Trüffel Käse probieren? Ja. So, ein feiner Trüffel Pecorino aus Alba. Mach mal die Hand auf. Ich bin kein Trüffelfan, aber das schmeckt echt. Wow. Wir kommen aus Freiburg. Unsere Firma heißt Amore. Oh. Und wir haben aber leider kein Geschäft in Freiburg. Wir sind nur auf Messen und Märkten unterwegs. Ah, okay. Habt ihr Instagram? Ja. Amore. Ja, dann. Ja, dann können die Leute vorbeischauen. Ja, sehr lecker. Gerne. Vielen Dank fürs Probieren dürfen. Gerne, gerne. Es ist gerade sehr laut. Hier ist Live-Musik. Es war hier gerade mega laut, aber wir haben uns hier Reibekuchen geholt und Laura war wahnsinnig excited. Das ist hier ihr Lieblingsstand, hat sie ungefähr 300 Mal gesagt. Dollberg, das ist ein Hotel im Schwarzwald, glaube ich, wenn ich richtig weiß. Ja, genau. Und ich liebe das, ich esse es jedes Jahr hier. Na dann. Ich bin hier Stammkunde. Wir haben uns mit dieser riesigen Portion Apfelmus mal auf die Seite gestellt und schon mal angefangen zu probieren. Und ich fand es schon mal richtig geil, aber ich mag keinen Apfelmus, deswegen habe ich nur so ein kleines Stückchen gegessen. Kaum Apfelmus. Letztes Jahr war immer so wenig drauf. Haben Sie dich gehört? Ja, ich bin froh, dass jetzt mehr ist. Okay, wir haben jetzt hier noch Schupfnudeln. Mmh. Gut? Mhm. Und gut? Ja. Nice. Lecker. Laura hat mir Pizza geholt. Wir haben sie kostenlos bekommen. Oh. Ja. Laura kannte tatsächlich den Besitzer, deswegen haben wir diese riesige Pizza umsonst bekommen. Und ehrlich, wir dachten alle, dass man so ein Stück bekommt, aber es war einfach eine komplette Pizza. Wir waren komplett überfordert. Komm, nimm sie ganz in den Mund. Und?
Er schmeckt sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Aber ich will noch was anderes essen. Ihr müsst mir helfen. Okay. Die ist sehr weich. Das ist so eine neapolitanische Pizza. Die Expertin spricht. Keine Ahnung, ob ihr mich hören könnt. Pizza auf dem Weihnachtsmarkt noch ein Stück. Probier mal. Mmh. Gut? Super. Hat selber gemacht. An uns sind die ganze Zeit Leute mit Kartoffelspießen vorbeigelaufen, deswegen wollten wir das uns auch unbedingt noch mitnehmen. Und das haben wir natürlich direkt gemacht, ganz klare Sache. 5,50 Euro für unsere Kartoffelspirale. Laura gibt mir brav Trinkgeld. Du hast aber eine große Tomate bekommen. Oh, das ist aber ein langer Spieß. Endlich! Kommt den ganzen Tag schon. Voll lecker. Ist halt auch wieder frittierte Kartoffel, ne? Wie soll es doch anders sein? Frittiert, das Motto des Tages. Wir waren alle eigentlich richtig begeistert von dem Ding, aber, ein kleines Aber, es war echt hart salzig. Also das Einzige ist, es ist richtig salzig. Er hat übertrieben Durst jetzt eigentlich, wir haben nichts zu trinken. Wir brauchen einen Glühwein. Auf der Suche nach Lauras Glühwein haben wir einen Kaiserschmarrnstand entdeckt, aber leider hatten die keinen Kaiserschmarrn mehr. Es war schon fast kurz vor Schließung vom Weihnachtsmarkt und deswegen gab es leider dann nichts mehr für uns. Was es aber für uns gab, waren, mein Liebling, Maronen. Das ist doch bei dir eine kleine Portion, oder nicht? Die mittlere Portion hat 6 Euro gekostet, aber ich liebe Maronen und die kamen auf jeden Fall bei uns allen sehr gut an. Sind gut, aber auch sehr teuer. Ich glaube, heute haben wir sehr viel Geld dagelassen. So, Laura hat sich jetzt auch einen Glühwein gegönnt. Glühwein, 2 Getränke, 14 Euro mit Pfand. Okay. Okay, let's go. Und bevor wir gehen, sind wir nochmal zu dem Plätzchenstand gegangen vom Anfang und haben da auch nochmal ein bisschen was mitgenommen. Ich bin gespannt, was wir zum Schluss ausgegeben haben. Ich auch. Heute. Ich habe gar keine Ahnung. Das sind die Elsässer Butterkekse. Mhm. Guck mal, was sie hat. Die von deiner Mama sind besser. Mama ist immer am besten. Darf ich probieren? Findest du sehr lecker. Langsam, aber sicher wird es heute wirklich sehr viel. Ich glaube, ich kann die nächsten 3 Tage nichts mehr essen. Probier. Oh. So, wir geben jetzt auf Pfand zurück. Das heißt, unser Kontostand wird wieder ein bisschen... 3 Euro Rückgeld. Ich bin gespannt, was wir heute ausgegeben haben. Wir sind fertig. Fertig mit der Welt vor allen Dingen. Ich bin so voll gefuttert. Ich kann nicht total mehr. Was war denn unser Highlight? Ich fand den Baden-Badener Weihnachtsmarkt schon um einiges besser. Man konnte so viel Sachen kopieren. Mein persönlicher Favorit ist, glaube ich, entweder die Maronen. Ja, wie immer. Oder die Waffeln tatsächlich. Ich fand die sehr lecker. Auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt? Ja. Ich bin gerade so voll gefressen. Ich kann nicht mehr über Essen nachdenken. Aber ich glaube, ich nehme den Reibekuchen, weil den liebe ich einfach. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen, auch wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und die kleine Glocke aktiviert, um nichts zu verpassen. Kostet auch nichts, ich verspreche es. Es ist kostenlos. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.